Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 15. Februar 2024. Ja, es geht früh los mit der Realität und das Ziel heute ist erstmal hier San Fernando. Da zeige ich euch dann was, hänge ich aber hinten mit dran. Das heißt, ein paar wichtige Tipps, wenn es um den Computer geht oder um Schreibsachen bzw. Kopien oder Einschweißen und auch ums Auto, dann zeige ich euch da was. Jetzt erstmal hier der Blick und man sieht auch das Wasser wieder ganz klar, ganz glatt. Es soll aber von kurzer Dauer sein. Das bedeutet, wir haben jetzt Ende des Kalimas, aber am Wochenende soll sich schon wieder was uns hier entgegen bewegen. So, schau mal, wir kriegen es mit. Es ist auf jeden Fall jetzt wieder normale, saubere Luft. Der Wind gestern hat den Kalima weggepustet. Hier der Überblick über die Skyline der Hotels. Palm Beach, Oasis, ganz hinten Via del Conde, dazwischen Costa Meloneras, Baobab und die Rio Hotels. Ja, hier hat man den besten Überblick, hier sieht man auch immer ein bisschen mehr, auch ein bisschen was vom Wetter. Campo International, Campo de Golf und hier in den Bergen, da ziehen jetzt schon ein paar Wolken auf. Ist aber nicht jetzt ganz so dramatisch hier und sieht auch nicht nach Regen aus. Wir haben hier 24 Grad und es sieht Wolken-Sonne-Mix, also es sieht gut aus. Ja, dann sage ich ganz einfach mal, wir gehen weiter, wir fahren weiter und ich zeige euch dann die Strandseite. Da vorne bin ich verabredet, da bei den Hotels, bei den Rio Hotels, da zwischen Rio und Via del Conde. Da wird es heute hingehen zur Realität. Und dann anschließend, am Ende seht ihr dann das von San Fernando mit den Infos. Und jetzt erstmal geht's weiter. So schnell geht es und es ändert sich das Wetter. Auf einmal hat sich's zugezogen und innerhalb von einer Stunde hatten wir eine geschlossene Wolkendecke. Gut, wir können es nicht ändern. Ich bin jetzt hier auf dem Weg. Ich habe eine Verabredung. Ich habe mit Bekannten mich kurz verabredet. Hallo sagen, die sind im Rio Gran Canaria. Und ja, habe gedacht, einfach mal Sonne, Strand zu zeigen, dem ist nicht so. Anschließend gibt es ja den kleinen Part noch San Fernando mit nützlichen Tipps und Informationen. Und jetzt hier auf dem Herweg unheimlich viel parkende Autos schon gesehen und viele Fußgänger und Spaziergänger jetzt. Das ist die Realität. Hier kommt man. Die Frage kam, wo kommt man mit den Bussen an, wenn man vom oder zum Strand möchte? Hier, an dieser Stelle. Das ist keine offizielle Bushaltestelle, das ist sozusagen der Warteplatz hier für die Zubringerbusse. 4, 5 Stück manchmal hier hintereinander. Temperaturen, ich glaube 24 Grad, wie ich gerade weg bin. 24 Grad auch hier. Und ja, im Vergleich zu heute Morgen ist natürlich wenig los gewesen. Hallo, Harry. Hallo, guten Tag. Und dann geht es jetzt hier einfach weiter an den Spaziergängen vorbei und dann eben auch Fahrradfahren. Ja, die Frage kam auch, ist Fahrradfahren hier sicher in puncto Straßenverkehr, ja, weil man hier ja kaum Straßenverkehr hat. So, und ich muss einen riesigen Fehler berichtigen, denn ich habe was Verkehrtes gesagt. Das werde ich wohl noch häufig mal richtigstellen müssen. Das heißt, ich habe nichts Verkehrtes gesagt, ich habe mich nur nicht richtig ausgedrückt. Wir sind hier auf einem Fußgehweg, aber hier darf man Fahrrad fahren. Außer es ist ausdrücklich verboten. Ist es nicht. Deswegen darf man hier auch Fahrrad fahren. Wenn viel los ist, steigt man ab. Ganz klar. Da vorne kommt dann ein Schild und das bedeutet,
Fahrradfahren verboten da vorne. Das heißt, dass man da nicht weiterfahren darf. Ich zeige es euch gleich. Erstmal hier seht ihr, wie viele hier mit dem Fahrrad ankommen. Also hier ist es erlaubt, außer es ist ausdrücklich verboten. Das gilt aber nicht auf der Straße. So, jetzt am richtigen, konkreten Beispiel, damit auch keiner sagen kann, weil den Vorwurf, den habe ich mir angehört und das ist ja auch richtig, weil ich das nicht extra betont habe. So, wir sind jetzt hier auf dem Fußfahrradweg und hier ist ein Schild. Und hier ist ausdrücklich das Fahrradfahren verboten. So, und wenn ihr jetzt aber auf der Straße fahrt und an der Straße befindet sich ein separater Gehweg, Gehsteig, als Gehweg, Gehsteig erkennbar, dann müsst ihr auf der Straße fahren und nicht auf dem Gehweg. Sondern wenn eine richtige Straße vorhanden ist, muss der Fahrradfahrer diese Straße nehmen. Also das bezieht sich dann nur auf solche Stellen wie hier jetzt zum Beispiel. In dem Verkehr oder in dem Bereich, wo man eben Fußgänger bzw. keine offiziellen Straßen vorhanden sind, Autoverkehrsstraßen. Ich werde es auch noch mal wiederholen, dass man dann auch keinen Fehler macht. Ja, das ist die Realität. So sieht es hier am Strand aus, an einem nicht so schönen Badetag, jedenfalls Badewetter. Wenn ein Schiff vorüberfährt, da ist gerade eins. Rote Fahne heißt nicht baden, da sind auch extra noch Schilder aufgestellt. Hier ganz deutlich zu erkennen, gerade die rote Fahne, das Schild in der Mitte und dann hinten wieder eine rote Fahne. No swimming, also kein Schwimmen. Wenn da jemand mal sich abfrischt und bis zu den Knien ins Wasser geht, sagt kein Mensch was, aber mehr auch nicht, bitteschön. Ja, Wind haben wir keinen heute, das ist der große Vorteil. Jetzt sehen wir gleich mal den gesamten Strandabschnitt. So, 24 Grad auch hier, 15 Uhr und 22 Minuten. Hier ist wieder der kleine Markt, der ist mehrmals in der Woche. Und da stellen die Handwerksverbände, die jetzt hier gelistet sind, dann auch ihre Waren aus. Ja, hier sitzen und aufs Wasser schauen, das ist eine der schönsten Beschäftigungen hier direkt am Faro. Die Wellen sind jetzt mal, glaube ich, nicht ganz so hoch.
Ja, Mikro hat er wieder erkannt. Das ist jetzt auf meinem Display zu sehen, ob sich das Mikro verbindet mit dem Gerät. Und es hat es auch. Und ja, wir gehen jetzt hier ganz einfach, ganz locker vorbei an den Geschäften. Da ist auch schon wieder Mittagbetrieb. Nicht so viel, aber Vorhang bzw. Sonnenschutz wird heute auch nicht so benötigt. Ja, und jetzt nur zur Info, hier ist Fußgänger-Fahrrad gemischt, aber es ist genauso, die einen laufen da und die anderen fahren da. Also ja, und zwischendrin immer wieder Live-Musik. Jeder versucht hier so sein kleines Glück zu bekommen. Es ist jetzt sehr angenehm vom Wetter her, 24 Grad, leichter Wind. Also ihr seht selber, warme Kleidung braucht man jetzt im Moment noch nicht. Das ändert sich dann abends aber. So, wenn nicht so viel los ist, dann gehe ich mal ein bisschen wieder zum Wasser. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Dabeisein, fürs Teilen der Videos, fürs Weiterleiten, für die Likes, das heißt Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und für die Abos. Und ja, ich versuche halt immer ein bisschen Information zu den Bildern zu liefern. So auch wieder heute ja, wo man hingeht, wenn man irgendetwas braucht. Und die Vorbereitungen für die Videos laufen, überwintern. Also ich kriege jeden Tag mit Sicherheit 2, 3, 4 Kommentare auf alte Videos, ob ich da irgendwo weiterhelfen kann bezüglich Miet- oder Kaufobjekte. Und ich sage es jetzt hier nochmal, ich mache das nicht, denn das muss jeder für sich selber raussuchen, wo was ist. Es gibt verschiedene Portale, aber in der Sendereihe überwintern, da werdet ihr dazu ein bisschen Info bekommen, was man da am besten beachtet, was man machen sollte, dass ihr dann eben ein bisschen vorbereitet in die Sachen geht. Denn anhand von einigen Beispielen, die ich also persönlich selber miterlebt habe, dass Gäste hier angekommen sind, haben was gemietet übers Internet, kamen dann in das Objekt oder zum Objekt und standen vor verschlossenen Türen, weil sie ganz einfach, tja, ich sag mal, betrogen worden sind. Anders kann man es ja nicht ausdrücken. Aber ich habe schon mal darüber berichtet, dass es passiert ist, und der Fall habe ich jetzt gerade wieder von einem Bekannten gehört. Genau das Gleiche, die haben was gemietet, haben eine Anzahlung gemacht, war nicht viel, aber haben sich eben gefreut auf das Quartier, haben Bilder bekommen, haben sozusagen sich auf die 3 Monate gefreut, und nichts war's. Und waren eben deswegen auch sehr, sehr traurig, weil sie emotionell betrogen worden sind. Und dann finanziell, das war nicht mal so hoch. Ich glaube, das waren nur in Anführungszeichen 300 Euro. Aber gut, also wieder passiert. Deswegen, wenn man was mietet, sucht euch ein hier ansässiges Büro und sprecht mit denen und schaut an, was hier los ist jetzt. Also man muss auch aufpassen, ich laufe ja auch jetzt gerade auf dem angeblichen Fahrradweg, aber ihr dürft das nicht so eng sehen hier. Es ist nicht offiziell ausgeschildert als Fahrradweg und das andere auch nicht als Fußgängerüberweg oder Fußgängerweg.
ja, das ist mir auch sehr recht, hier spazieren zu gehen. Und jetzt wird es langsam ein bisschen weniger von den Touristen, von den Leuten. So, hier das erste Hotel, Hotel Rio Palas Meloneras. Und dann danach das Rio Gran Canaria. 5 Sterne hier und 4 Sterne drüben, aber das 4 Sterne ist teurer, weil das all inclusive hat. Auch die Frage, braucht man das? Kann jeder für sich selber entscheiden. Restaurants gibt es hier genügend, um gut essen zu gehen. Also ich persönlich würde beim All-Inclusive doch wiederum mit Sicherheit zu viel essen. Und das ist für mich dann eben auch nicht so vorteilhaft. Also nicht, dass ich dick werde, aber weil ich das nicht möchte. Und im März dann habt ihr die Möglichkeit, diese Sendungen, diese Videos, die auch dann gekennzeichnet sind, dementsprechend mit einer Überschrift und einer Nummer. Zum Beispiel, jetzt gebe ich euch mal an, was jetzt in meiner Vorbereitung ist. Und zwar, wenn man das richtige Quartier gefunden hat, das ist das Video Nummer 5. Einzug, Umzug. Was muss man beachten? Kann man Möbel austauschen? Darf man das? Darf man anders streichen? Was ist, wenn der Garten mir nicht zusagt? Was ist, wenn ich ein bisschen Sichtschutz haben möchte? Oder wenn das Bett zu hart ist, zu weich, die Matratze schlecht und so weiter. Das sind alles Sachen, die dann da besprochen werden. Und ihr habt dann in diesem Video dann eben die komplette Info darüber. So, wir sind hier am Ende vom Palace und kommen zum, nicht, dass ich was Verkehrtes sage, nein, passt schon. Und einer der schönsten Sonnenuntergänge, die ich hier erlebt habe, war auf dieser Terrasse bei der Besichtigung. Könnt ihr euch ansehen, die Videos, Besichtigung nach dem Umbau Rio Gran Canaria. Da oben auf der Terrasse mit dem schönen Pool, den Liegen im Pool und dann eben der passende Sonnenuntergang. Traumhaft. Ja, und in der nächsten Zeit werdet ihr auch einige Videos von Gran Canaria sehen, nämlich von Antje auf ihrem Kanal. Die hat viel aufgenommen und wir hoffen, dass da auch schöne, wir wissen oder ich weiß, dass schöne Videos dabei sind, dass da schöne Videos dabei sind und ihr dann auch, ja, auch ein paar Zeitlupenaufnahmen sehen werdet von schönen Wellen. So, und hier unten sehe ich gerade, da sind noch einige frei. Ihr könnt noch die Swim-Up-Pools buchen. Ja, mir fehlen die Baustellen wieder, über die ich berichten kann. Aber es kommt bestimmt wieder.
irgendwo, irgendwas wird wieder renoviert werden und dann bin ich wieder mit dabei. Die Werbung, die Ankündigung da am Hotel, die White Party und die Neon Party, wollten wir auch schon längst mal dabei sein, aber irgendwann schaffen wir es. Jetzt machen wir erstmal White und Neon Party dann unterwegs. So, hier ist der Meeting Point. Hier bin ich eigentlich verabredet, aber nein, ich bin noch zu früh dran. Und deswegen schauen wir mal ein bisschen weiter. So, da oben seht ihr die Reklame für die beiden Party-Themen. Freitag jeweils White und Neon Party. Dann rockt das Hotel, wie man so schön sagt. Ja, und zu Fuß unterwegs, das ist auch schön. Man sieht dann doch ein bisschen anders, man sieht ein bisschen mehr, man sieht ein bisschen die Sachen von der anderen Seite und ein bisschen genauer. So, da vorne Pasito Blanco, Plan B, wisst ihr ja, wer den Plan B haben möchte, der meldet sich bei der Antje per Mail und wir machen, oder sie macht dann sozusagen das Ganze auf Bestellung. Das bedeutet, dass man ein bisschen Geduld mitbringen muss und dann die Möglichkeit hat, den kompletten Plan B, mehr wie 80 Seiten, dann auch gedruckt zu bekommen. Es werden jetzt einige Videos vorbereitet, die dann eben zeigen, dass es zu jedem Ziel bei Plan B auch ein Video gibt. Das wird ein etwas größeres Objekt, also Video, und deswegen wird es dreigeteilt. Man hat also dann, ich schätze mal, drei so Teile. Da seht ihr die PDF-Dateien und das passende Video dazu. Und dann habt ihr eine Vorstellung, was alles in diesem Plan B vorhanden ist. Und die Gäste, die ihn gekauft haben, die Erstausgabe, sozusagen der Probedruck, wenn man so möchte, die sind alle begeistert und sagen, sowas haben sie noch nicht gesehen, nicht hier auf der Insel und auch nicht in irgendeinem Handel, denn das ist das Allerneueste, das Aller- oder Aktuellste auf dem neuesten Stand. Ja, und ich sage, ich gehe jetzt hier hoch, gehe nach vorne, dann rein kann ich nicht, aber wir wollen uns dann da vorne vorm Hotel treffen. Ich sage jetzt schon mal, mit diesen Bildern und diesen Worten hier. Hasta luego, macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Harry mit dem Wetter oder dann die Realität. Hasta luego. Ja, ich bin jetzt hier in San Fernando. Da vorne ist die Autobahn, da geht es Richtung Fataga. Aber das ist jetzt nicht unser Weg. Wir fahren nämlich jetzt hier runter. Eine ganz wichtige Straße für alle, die ein bisschen was besorgen möchten oder auch was brauchen oder mal Hilfe brauchen. Und zwar, ich zeige euch jetzt ganz einfach mal, um was es hier geht. Hat man Probleme mit dem Computer, mit dem Handy, mit dem Laptop, mit dem Tablet? Man braucht einen Rat oder ein bestimmtes Programm oder es ist irgendwie der Wurm drin. Dann gebe ich euch jetzt erstmal die Adresse. Die sprechen zwar kein Deutsch, aber ich sage, hier werdet ihr mit Sicherheit auch weiter oder zurechtkommen. Es geht hier den Berg runter. Und da vorne gleich auf der linken Seite, der erste Laden, der ist zuständig für Telefon, Computer, Laptop etc. Ich werde jetzt mal hier anhalten. Da vorne der Laden links, Digi.
Dann gibt es auch die SIM-Karten. Das heißt, hier könnt ihr auch die Telefone sozusagen oder einen Chip bekommen. Und hier könnt ihr dann eben auch über Internet sozusagen dann eure Telefon aufladen ohne großen Vertrag. Da könnt ihr Telefon wählen oder Datenvolumen hier in San Fernando. Es gibt auch den Dirk, nämlich der ist ein bisschen bekannter in der Sita. Da könnt ihr das Ganze auch machen. So, hier Immobilienbüro Sunrise, dann der Zahnarzt und dann geht es auch schon weiter. Und jetzt geht es zu dem Laden, wo man Hilfe bekommt, wenn man ein Problem hat bezüglich Kopien oder sonst was. Hier gibt es Zeitungen, Zeitschriften, Bücher. Hier gibt es Kopien, hier kann man einschweißen lassen. Hier hat man die Möglichkeit, ganz einfach das zu bekommen in den verschiedenen Formaten, auch vom Stick runter, Fotos ausdrucken. So, und da vorne in der Ecke, da ist der Stefan zu Hause, Stefans Garage, Auto. Wenn es um die Reparatur geht, um Autokaufzulassung und so alles Thema rund ums Auto, da vorne auf der rechten Seite. Dann haben wir hier noch das Shopping Home, das ist der große Chinesenladen mit allem, was man eben so im Haushalt und so weiter braucht. Und hier gibt es noch eine Floristeria, auch ein guter Laden. Da kann man seine Blumen kaufen oder auch liefern lassen. So, wir sind hier in San Fernando. Noch was, da drüben ist der Mueble Pepe Jesus. Da gibt es auch Matratzen, Betten und andere Sachen. Da könnt ihr dann auch liefern lassen. Und der Vorteil, wenn man mal einen Kühlschrank braucht, eine Gefriertruhe oder sonst was, die liefern, die nehmen die Alten natürlich die alten Sachen mit. So, das war der kleine Einblick, Ausblick, Überblick hier San Fernando. Nochmal, wo wir hier sind. Hier kann man auch gut Tapas essen. Crossi ist ganz bekannt. Und hier gibt es verschiedene Läden. Und da vorne ist die Autobahn und da hinten ist irgendwo Fataga. So, weiter geht's mit der Realität. Hier sind wir bei der Stefans Garage. Da ist er, Gebrauchtwagenhandel. Zweite Hand Autos, Reparaturen, Stefans Werkstatt, Mannendienst, Reifen, An- und Verkauf. Also hier seid ihr immer gut beraten, wenn es ums Auto geht. Und hier ist auch der Motorradhändler. Da gibt es auch Elektro. Wurde ich gefragt, wo kann man denn Elektroroller kaufen? Hier bei Motorsprint. Alles hier in einem Haus. Da ist auch die Versicherung vom Jens oben drin. Also Motorsprint geht es ums Zweirad und Stefans Garage hier geht es ums Auto. Ja, und geradeaus weiter, da geht es zum Mercadona und dann weiter noch, da geht es zum Lidl und hier ist das Shopping Center Bella Vista mit einem guten Supermarkt Hiperdino. So, das war's jetzt aus San Fernando. Hallo zusammen. Ja, ein Spezial, ganz speziell. Und zwar Harry Spezial. Heute geht es um die 360-Grad-Videos. Wir haben ganz viele Fragen bekommen. Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das eigentlich angucken? Ich kriege das nicht hin mit dem Scrollen, mit dem Hin- und Herbewegen. Und das möchte ich euch an dieser Stelle einfach mal erklären, zeigen. So ein bisschen hier in diesem kleinen Video. Man kann unter anderem hier jetzt an dem Rädchen die Qualität umstellen. Das habt ihr gerade gesehen. Dann gibt es links oben in der Ecke so eine Art Joystick. Kann man auch mit der Maus drauf gehen und sich frei auf dem Bild bewegen. Und im Prinzip wird man dann immer mit dieser Maus ja vor und zurück, nach oben, nach unten. Die Kamera sitzt jetzt hier bei unserem Harry oben auf dem Helm und wird somit also genau in Blickrichtung geführt. Allerdings ja, kann man sich die Blickrichtung aussuchen. Man kann das Bild auch anhalten und dann einfach ja sich hin und her bewegen, wie ihr hier gerade auf dem Video seht. Ich bewege also die Maus eigentlich nur ein Stückchen hin und her, schieb sie nach oben, schieb sie nach unten und das funktioniert natürlich auch hier bei unserem Faro, ganz klar. Das ist auch eine Aufnahme mit der 360-Grad-Kamera. Da kann man dann auch sich so ein bisschen hin und her bewegen, im Kreis drehen. Und wie gesagt, die Qualität, die müsst ihr euch dann selber einstellen. Ich habe das jetzt hier auf eine relativ geringe Qualität, damit man da das Video hier auch vernünftig sehen kann. Mit der Maus anhalten, hin und her bewegen und dann könnt ihr im Prinzip alles gucken. Und jetzt gehen wir zu der Handybenutzung.
Da habe ich mal mein Handy abgefilmt. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Also, wenn man mit dem Handy ein 360-Grad-Video aufruft, dreht man das Handy einfach hin und her. Ich bewege es jetzt von oben nach unten, zur Seite, rechts und links. Und da braucht man noch nicht mal seinen Finger benutzen. Man kann das Handy natürlich auch auf Querformat stellen oder Hochformat, je nachdem, wie man es am liebsten hat und sehen möchte. Man kann das auch mit dem Finger machen, so wie ich es jetzt euch zeige. Dann dreht man das eigentlich nur hin und her, wie mit der Maus, nur in dem Falle mit dem Finger auf dem Touchscreen. Genauso, wenn man das jetzt auf dem Tablet macht, da funktioniert das ganz genauso. Auch auf dem Handy kann man die Qualität der Aufnahme einstellen. Und zwar gibt es da auch die Möglichkeit, oben an diesem Rädchen die Bildauflösung bzw. Die Qualität einzustellen. Und dementsprechend hat man dann, wie ihr jetzt seht, natürlich auch ein viel schärferes Bild. Normal werden die Videos erst einmal in einer relativ geringen Auflösung eingestellt und ihr dann zu Hause stellt euch die Videos dann auf die bestmögliche Qualität ein. Ja. Und mehr ist es dann im Endeffekt auch gar nicht. An dieser Stelle möchten wir uns bei euch bedanken. Ja, ich hoffe, wir konnten eure Fragen klären. Und dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!